Manchmal haben wir 40 Kinder, manchmal haben wir 30 Kinder, 25 Kinder, also sehr, sehr unterschiedlich. Aber die wissen, dass wir hier sind und dass die jederzeit kommen können. Also wir fangen erstmal um 12 Uhr an, wenn wir angekommen sind. Manchmal stehen schon Kinder da und dann fangen wir an aufzubauen, Kabelanschlüsse, Wasseranschlüsse. Dann werden die Tische halt gedeckt für die Kinder mit dem Bett. Ich bin Michael Passon, Geschäftsführer des Vereins Klartext für Kinder, aktiv gegen Kinderarmut. Der Verein ist entstanden aus einer Initiative der NRZ-WAZ in Moers. Wir richten gemeinsam mit der Sparkasse am Niederrhein den Niederrheinischen Bürgerpreis aus. Der richtet sich an Vereine, Organisationen, Institute, Menschen, die sich vor Ort vor unserer Haustür für Kinder einsetzen. Es gibt verschiedene Gründe, warum die Kinder zu uns kommen. Es sind nicht nur sozial schwächere Kinder, sondern auch die, Elternteile im Krankenhaus sind oder arbeiten, nicht zu Hause sind, wenn die Kinder von der Schule kommen. Auch wenn sie halt einmal die Woche warme Mittagessen bekommen, aber für die ist es dann halt einmal die Woche Weihnachten. So kann so ein Bewerbungsvideo aussehen. Es ist gar nicht viel Aufwand. Ihr müsst eben darlegen, was wird getan, wo, warum, seit wann und von wem und welchen Effekt hat das für unsere Gesellschaft, welchen sozialen Effekt. Deshalb nehmt teil. Der Bürgerpreis ist dotiert mit 5.000 Euro. Es gibt Ruhm, Ehre, Geld zu gewinnen, vor allen Dingen eben aber auch Unterstützung für die gute Sache. Deshalb macht mit.